und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen video hier heute auf meinem kanal und heute mit einer sache was ich schon länger machen wollte aber meine stimme ist einfach nicht ähm, zulassen wollte genau und zwar werde ich ab sofort den karrieremodus von FIFA 23 einstellen, da ich mich auf andere Veranstaltungen fokussieren möchte, wie zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft in Katar, die ja auf meinem anderen Kanal läuft, auf Smartoni, Da kommt die ja bis zum 25. Dezember jetzt, sprich bis zum ersten Weihnachtstag, möchte ich das komplette Turnier durchhaben. Und wenn ich dadurch jetzt noch Videos mache für den Karrieremodus, dann habe ich einfach mich so viel Zeit für die Familien, nicht so viel Zeit für andere Dinge im Leben die halt auch wichtig sind, nicht nur youtube. ich danke mich auch für oder ich bedanke mich auch für 222 Abonnenten, obwohl letzter Zeit nicht mehr so viel gekommen ist am äh, Dienstag müsste das letzte Video gekommen sein, aber seitdem, kommen äh, keine Videos mehr, da ich einfach mich auf die Fußball-Weltmeisterschaft konzentrieren wollte, die ich hier jetzt auch mal kurz einblende, die Fußball-Weltmeisterschaft, opala, das muss ich nochmal hier kurz eingeben, und zwar hier, seht ihr das schon, die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2025, oder 2025, was war ich, 22? Der Spielplan. Ich habe jetzt erstmal bis zum dritten Spieltag alle Spiele ähm, terminiert. Wie in der Realität sind die Spiele jeweils um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr und die ersten Ergebnisse sind ja auch schon bekannt. Zum Stand dieses Videos ist auch schon diese Partie absolviert, Brasilien gegen Kanada. Genau diese Veranstaltung wird komplett auf FIFA äh, wird komplett auf Smart Tony präsentiert und zwar kommentiert auch von Frank Buschmann und Wolf Fuß. Ich habe mich dazu entschlossen, alle Spiele hier den Jungs zu überreichen, den Jungs zu überlassen und meine Stimme einfach mal ein wenig zu schonen. Klar werde ich bei der WM dann im kommenden Jahr wenn wir uns mal den Terminplan für 2023 anschauen, werde ich natürlich ein paar Spiele kommentieren, auch selbstverständlich, um die Jungs auch mal ein wenig äh, eine Pause zu geben. Klar sind es nur in Anführungszeichen Kommentatoren von einem Spiel. Das ist keine Realität, aber natürlich möchte ich jetzt Realität getreu darstellen und deswegen werde ich natürlich hier nur die Außerwählte Spiele kommentieren wie zum Beispiel die Spiele um 22 Uhr beispielsweise oder auch um 19 Uhr. Natürlich werde ich das komplett zeigen. Das erste Event, was ich euch präsentieren möchte, ist, wenn wir uns mal hier im Frühjahr 2023 einen Blick werfen. Der Nations Cup 2023, ein Turnier, das so ähnlich sein sollte wie die Nations League. Sagen wir mal so. Also das Intro wird von der Nations League sein, aber es ist der Nations Cup. Ein selbst erstelltes Turnier, das alle zwei Jahre, je nachdem wie ich Zeit habe, je nachdem wie ich es rein terminiert bekomme, veranstaltet werden soll. Das erste Turnier, das ich veranstalte es eben der Nations Cup in Großbritannien, sprich die Gastgeber wären England, Wales, Schottland und Nordirland. Und genau eben am 9.3. das erste Spiel im London Stadium zwischen England und Spanien. Sprich dieses Turnier wird dann bis zum vierten laufen, eine Woche vor Ostern im Wembley, im Wembley Stadium wird dann das Finale stattfinden. Des ersten Nations Cup auf meinem Kanal. Die Spielorte werden in Cardiff das Cardiff City Stadium sein, das Principality Stadium und in Swansea das Swansea Com Stadium. In Nordirland genauermaßen, in Belfast, wird es der Windsor Park sein. Da ist einfach, wenn wir uns mal das Stadion anschauen, sehr groß ist. Hier der Windsor Park in. Nordirland, sprich hier. Schauen wir uns mal das Stadion an. Genau, das ist das Stadion, was das einzige Stadion in Nordirland darstellen sollte. Ähm, in Schottland wenn es, wird es natürlich nur in Glasgow sein. Der Celtic Park, der Ebrox Park und der Hampton Park. Was auch Spielort bei der Fußball EM 2020 war. Genau. In London. Beziehungsweise England werden es dann vier Stadien sein. Einmal das Wembley Stadium, das Emirates Stadium, auch bekannt als Ashburton Grove, das London Stadium, wo dann das Eröffnungsspiel stattfindet. Und das neue Tottenham Hotspur Stadium wird auch Spielort bei diesem Turnier sein. Allerdings erst, wenn wir uns genauermaßen schauen. Ah, das ist hier noch nicht eingeblendet. Okay. Gut. Dann muss ich das noch terminieren. Genauer. Weiß ich jetzt nicht, wo das Spiel oder was für Spiele dort stattfinden soll. In Manchester natürlich das alterwürdige Old Trafford, das City of Manchester Stadium in Liverpool, der, der, die Enfield Road und der Goldstone Park. Und in Newcastle der St. James Park. Das wird praktisch das erste Event sein, worauf ich mich konzentrieren möchte. Ich habe auch schon ein paar Videos ähm, oder ein paar Spiele aufgenommen, auch hochgeladen. Und eben werde ich dann die Partie Kroatien gegen Frankreich kommentieren, dann am 10.03. Aber dazu komme ich dann noch ganz in Ruhe zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2023. Das nächste Event, was ich auch schon komplett terminiert habe, ist die Fußballweltmeisterschaft in Marokko. Ja, ich möchte jedes Jahr eine Fußballweltmeisterschaft im Sommer. Äh, veranstalten, so ähnlich wie die Clubweltmeisterschaft, wo ich seit 2011 durchgehend veranstalte, seit 2020 auch nun komplett alle Spiele auf YouTube hochlade und das soll auch seit der WM 2023 so auch in den darauffolgenden Jahren sein, wie zum Beispiel eben 2023 in Marokko. Für 2024 gibt es noch keinen genauen. Ähm, Gastgeber für 2025 auch nicht, aber natürlich dann für 2026 bei der XXL-WM kann man sagen, mit 48 Nationen in USA, Kanada und Mexiko. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns natürlich auf das Jahr 2023. Dort werden es satte 14 Spielorte sein. Da muss ich mal kurz nachziehen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, es sind nur 11 Spielstätte. Genau. Und eigentlich 12. Weil das Rabatt, das Grand Staat der Jadida ist natürlich auch Spielort bei diesem Turnier. Das werde ich auch noch kurz hier zusammen mit euch eintippen. Das Stadion in El Chadida, genau. Ähm, die genauen Teilnehmer stehen auch schon fest. Dabei konzentriere ich mich eher auf die kleineren Nationen, wie zum Beispiel Albanien, Rumänien, Wales, Türkei, Island und Israel. Das sind die Nationen, die ich bei der WM 2023 teilnehmen lassen möchte. Für 2024 gibt es natürlich einen anderen Plan, je nachdem, ob ich es auch wieder mit FIFA. Darstellen. Natürlich soll halt auch ab 2024 äh, FIFA ein eigenes Spiel raus ähm, veröffentlichen. Das hat ja Gianni Infantino zum Jahresbeginn oder dauert halt in der Mitte des Jahres erwähnt, dass sie auf ein Spiel hinarbeiten für die PlayStation und auch für den PC. Aber ich glaube eher für den PC möchte sich ähm, FIFA spezialisieren, aber mit der FIFA ist es eh so eine Sache, dass das Turnier auch 2022 in Katar stattfindet. Das ist eine Schuld von FIFA. Ich hätte es gerne in Frankreich veranstalten ähm, wollen, aber da ja 2022 auch schon ein FIFA-Turnier sozusagen in Spanien und Portugal stattgefunden hat mit der Club WM, wo Real Madrid gewonnen hat, meinte ich, oder war es Paris? Ich meine, Paris sogar hat das Finale dann gewonnen. Auf jeden Fall, wie gesagt, 2023 das Turnier in Marokko. Und dann, wo ich noch arbeiten muss, wie ich jetzt genauer mache, die genauen Spielorte stehen noch nicht fest, im Winter dann die Club WM traditionell in den USA. Warum in den USA? Weil einfach USA sich immer wieder beworben hat für eine Veranstaltung für die Clubweltmeisterschaft, aber es nie bekommen hat. Habe ich mich dazu entschlossen, 2023 einfach mal außerhalb von Europa zu gehen und auch solche Turniere beispielsweise in den USA austragen. 2024 steht dann Algerien fest, für 2025 plane ich es in Südamerika wieder. Ähm, genau. Sozusagen ist das die Veranstaltung, was ich so mache. Knappe 10 Minuten sind schon rum. Wie gesagt, ich werde natürlich, wie ich es zeitlich bekomme, eher nicht Videos hochladen. So ähm, Standard-Videos ähm, wie zum Beispiel das hier, wo ich beispielsweise Turniere vorstelle. Oder da das Video ist halt sozusagen... Äh, genauer reingekommen, wo ich eben Zeit habe, euch dieses Video zu präsentieren und genau. Und einfach ein Stand, was los ist, weil seit Dienstag kommt ja der Karrieremodus nicht mehr auf meinem Hauptkanal. Genau, weil ich mich eben auf den auf die Fußballweltmeisterschaft in Katar konzentriere. Und somit denke ich war es das auch schon mit diesem Video. In knappe 12 Minuten habe ich jetzt schon seit, seit langem wieder in das Mikrofon gesprochen und wenn euch dieses Infovideo gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns auf meinem anderen Kanal, wenn dann Wolfus und Frank Buschmann das Turnier in Katar kommentieren wird. Bis dahin Macht es gut, bleibt am Ball und vor allem gesund.